Dann ja, bist du dran, Boltax? Genau, dann geht mein Zauber durch, also in der fünften Aktion, auf die beiden, die vorne stehen. Der eine ist ja ohnehin schon bewusstlos. Also, ja, bringt der Zauber bei dem tatsächlich jetzt nicht mehr besonders viel, aber der andere kippt halt auch einfach um. Ja, für wie lange? Dann für die Hälfte, also für 6 Runden. Okay, dann ist Hat er Kampf- oder Boltax. Spielrunden gesagt? Nee, Kampfrunden. Spiel. Ja, jetzt muss ich Wiederum? nochmal nachgucken. Einen Moment, ich gucke Dauert auf einmal. zumindest. Du hast noch eine Aktion, ne? Richtig, und dann würde ich gerne in der einen Aktion einen verkürzten Silenzium machen. Okay. Gucken wir erstmal, ob ich den schaffe. Erschwernis war. Also um euch herum könnt ihr auch Seemänner sehen, Seefrauen, die da irgendwie jetzt dem Ganzen interessiert zusehen, Stadtwachen angreifen. Das machen nicht so sehr viele, aber einige, die euch zurufen, andere, die versuchen jetzt auch hinzugehen, den Stadtwachen zu helfen. Also nicht irgendwie aktiv, sondern eher den aufhelfen wollen. Irgendjemanden Also in Wettgeldern an. ja, genau, Wettgelder, die dann hier fließen, andere, die irgendwie gegen eine Lagerhaustür trommeln. Ey, komm mal raus! Damit die anderen noch mitgucken können und andere Leute, denen gerade ihr Seil knüpfen sein lassen, auch wenn es spät in der Nacht ist, aber ja, also ihr habt auf alle Ja. Fälle die Aufmerksamkeit. Genau, um mich herum entsteht dann eine Zone. Ja. Okay, Können dann wir ist schon kommen. Boltax durch. Und 17 Abelmir, Entschuldigung. ich würde das nur für eine Spielrunde machen. Mhm. Also nur ein ASP dafür einsetzen. Gut. Die Stadtwächter würden natürlich, wie gesagt, Waffen ziehen und dann auf wahrscheinlich Abelmir. Nee, auf Boltax. Auf Boltax. Abelmir, Wieso? was willst du machen? Die können aber Ich nicht viel sehen, oder? Also bin der, Du der hast die. recht, du hast recht. Ich bin ein Aggressor. Ja, Abelmir ist derjenige, der Magier. Vor allem, die können da nichts sehen, oder? Die sind halt geblitzt. Aber sie hatten dich schon gesehen, also sie stürmen jetzt an die Stelle, wo du standst. Okay, Sie das können tun ja wir. nicht gar, sie können ja nicht Die gar sind nichts halt nicht sehen. blind, ne? Das ist halt einfach sehr helle Es war ein Deckung, heller die sind Blitz, ja. desorientiert, aber die Genau. sind nicht blind. Okay, also desorientiert, nur so rum. Ja, genau. Ich bin nicht dran? Du bist dran. Dann würde ich einen Umbra Porter wirken, verkürzt Zauberdauer. Ich würde mich hinter den einen Wächter, der bei Jana steht, teleportieren. Ja, alles klar. Dann Aus dem, nee, aus dem Stab nicht. Umbra Porter verkürzt, wie viel ist Aktion? Ursprünglich waren es 3 Aktionen, verkürzt in 2 Aktionen. Okay, dann bist du in der nächsten Kampfrunde hinter Jarlan. Plus 3, wie gesagt, plus 5 ursprünglich, dann halbiert, plus 3. Ach ja, Gildenmagier sein, das wär's. Jarlan, möchtest du was tun? Ja, Frage erstmal. Ich habe ein Kurzschwert. Das wird ja, also so ein Backup-Schwert wird ja klassischerweise eher Das haben sie dir nicht abgenommen. wird ja klassischerweise eher am Rücken getragen. Kann ich das mit den Händen mit deinem Rücken ziehen und ihn stechen? Oder ist das zu knapp? Also sie haben dich gefesselt und zwar gut gefesselt. Du müsstest erstmal deinen Arm einmal bitte lösen. Okay, geht das in einer Aktion? Wenn Mach mal ich eine die 6 Fesseln, schaffe? mach mal, ja, mach mal eine Fesseln an Fesselnprobe. Das schaffe ich nicht. Du bist ein Fixgeweihter. Ich schaff's Du und zwar schaffst es. Dann gut. bekommst du 6 echte SP. Okay. Und ja, dann schnell ziehen könntest du tatsächlich deine Dann Waffe auch in schnell der Hand ziehen haben. und dann steche ich mit dem Kurzschwert auf ihn ein. Ja. Also beziehungsweise, wenn ich schnell ziehe, ist es auffällig genug, dass er reagiert. Aber er hat sein Schwert oben. Er hat sein Schwert an deinem Hals. Aber ich bin ja vor ihm dran. Er hat die 20. Was hast du? Ja, aber er hat seine. Ich habe die 18. Aber er hat seine Aktion ja schon aufgebraucht. Nee, er hat noch nichts gemacht. Er hat mit einer die Waffe gezogen. Okay, gut. Was willst du tun? Ich Stechen? steche ihn. Ich Alles steche ihn, klar. ja. Gut, gut, gut. Mit den Nachtwind. Ist das eine Probe? Ist eine Probe, oder? Ja, klar. Gut, dann sehen wir uns zusammen. Ja, dies ist gelungen. Ich muss nur schauen, ob Schaden durchkommt. Nehme an, mit 10 durchdringe ich seine Rüstung. Und dann fällt er instant in einen. Warte, er darf eine Konstitutionsprobe würfeln. Und du hast ein Gift drauf, ja? Ein Schlafgift, genau. Das ist Quali D. 5. Konstitutionsprobe plus 5 muss er schaffen. Ja, hat er geschafft. Mit der 5. Dann darf er die neu würfeln mit dem Chip. Okay, Schicksalspunkt für die 5. Wahrheit kommt wieder. Damit, okay. Dann fällt er in 3 Kampfrunden in einen Tiefschlaf. In 3 Kampfrunden, okay. Wait. Lass mich nur sicherheitshalber nachschauen, ob es wirklich Quali D ist oder ob er die irgendwie höher gesetzt Quali hat. F. Ne, F war es definitiv nicht, aber es könnte E sein und dann wäre es egal. Hier steht nur gebraucht durch keine Zetianer, aber es gibt ja normalerweise D oder E. Normalerweise D. Okay, dann geht's auf C runter und damit ist er in 3 Kampfrunden erst raus.
Okay, gut. Das war meines Wissens die Kampfrunde. Wir gehen in die nächste Kampfrunde. Die auf der 4 torkeln weiter. Die haben noch nicht realisiert, dass Abel mir nicht da ist. Und hauen erstmal hier hin. Diamantis, du bist noch nicht raus, ne? Jetzt stehen zwei Bewusstlose neben mir. Genau, oder die vor sind beide mir. Bewusstlos. Genau. Dann habe ich hier noch die 20. Die sind sowieso raus. Diese Stadtwache merkt auf alle Fälle, dass er geschnitten wurde. Und zwar ziemlich schmerzhaft und dass da irgendwas prickelt. Dementsprechend würde ich ganz gerne den Schnitt an deinen Hals ansetzen. Ich nehme an, wir stehen auf DKH. Denn ja. Er hatte mich ja gepackt. Ja, okay. Genau. Mhm. Also ich reiße irgendwie den Kopf ein Stück weg und versuche das Schwert schnell genug hochzubekommen, um ihn zu parieren. Und zwar möchte ich ihn aus der Parade entwaffnen. Moment, also ich würfel jetzt erstmal meinen Angriff mit meinem Schwert. 20. Uff. Er hat keinen Schicksalspunkt. Ich schaue gerade mal 16. Das und ist mit der auf der Distanzklasse. Ist das glaube ich, gepatzt. Gut, stolpern. Das ist der Grund, warum er dich wohl nicht trifft. Durch den Schmerz. Irgendwas zieht da wohl ganz besonders. Er taumelt erstmal ein bisschen von dir weg und versucht noch nach dir zu hacken. Dementsprechend musst du ihn nicht. Du musst ihn halt nicht aus der Parade entwaffnen. Kannst du es nochmal? Ich möchte. Du möchtest, kannst du, ja. Das ist, glaube ich, eine 8 Erschwernis. Ich würfel jetzt erstmal und dann sehen wir. Sorry, das ist der Nachtwind. Nein, ich muss natürlich mit dem Kurzschwert würfeln. Die Werte sind dieselben, also das ist so oder so definitiv gelungen. Mhm. Er darf eine KK versuchen, dieses Schwert um 10. Gut, das heißt, du machst jetzt eine Parade und möchtest dann mir das Schwert aus der Hand schlagen. Jetzt würfel ich eine KK. Ich glaube, das darf ich, weil der Kunstschammer ist eine einhändige Waffe. Ich brauche normalerweise die zweite Hand für zweihändige Waffen. Aber ich glaube, der Kunstschammer ist eine einhändige, dann geht das. Ja, ich gebe dir nochmal eine Erschwernis, aber mit der plus 17 sollte das trotzdem gelungen sein, weil du gerade einhändig kämpfst. Aber mit der 18 wird doch die KK-Probe nicht geschafft sein. Dann ist der jetzt entwaffnet. Ich glaube, ich habe die Option, die Waffe zu behalten, aber ich habe keine Hand frei. Okay, ja, das ist richtig. Also mittlerweile nicht mehr. Die andere klonkt auf den Boden. Beziehungsweise klonkt nicht, weil es ist alles sehr still. Naja, also 5 Meter um mich herum. Da stehen sie wahrscheinlich nicht mehr ganz drin. Ne? Ich hatte nämlich eben gesagt, dass sie auf 5 Meter zu Diamante standen. Also sind sie kurz dahinter. Ja gut, dann ist das so. Aber ich glaube, wir können das relativ schnell beenden. Abelmir, möchtest du ihn umbringen oder was hast du vor? Ich wollte ja eigentlich mit dem Säbel ziehen und den Knauf betäuben. Alles klar. Dann gehen wir aus der Kampfrunde. Und er ist betäubt. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter fortführen. Im Grunde, ich glaube, sobald Abel mir ihn haut, fällt er dann im Grunde auch schon vom Schlafgift um. Ja, im Prinzip schon. Das heißt, die drei sind verwirrt. Die leben halt noch. Aber die kommen halt auch bald wieder zu sich. Die drehen sich halt um und suchen nach euch. Die sind raus und er ist raus. Was wollt ihr tun? Ich drehe mich zu Boltax zur Seite, sage etwas, es kommt nichts raus, bin selbst verwundert. Dann greife ich ihn an den Arm und möchte mit ihm Richtung Jalan und Abelmir laufen. Ja. Naja, wenn du den Mund aufmachst, kommt etwas raus. Das ist zwar keine Stimme, aber viel Blut. Ja, das muss jetzt reichen, bis wir hier weg sind. Ich lasse mich bereitwillig mitziehen. Zur Deckung unseres Rückzuges würde ich noch ein Dunkelheit für eine Spielrunde hinter uns wirken. Okay. Ich sag zu Abel, wir packen ihn, den nehmen wir mit. Und dann grabe ich den Typen beim Arm, nachdem ich das Schwert weggesteckt habe. Okay. Also, wer hatte meine Waffe? War es der hier? Also mein Nachtwind. Der wird jetzt wahrscheinlich gehabt haben, genau. Okay, gut. Ja. Sonst müsste ich jetzt in die Dunkelheit rein. Nee, das soll okay sein. Das ist finster wie in Borons Hallen. 21 Sternchen. Gut, ihr könnt auf alle Fälle fliehen und euch dann höchstwahrscheinlich zu eurer mondsilbernen Drachentöte absetzen. Mhm. Und dort die Nacht verbringen. Ja. Also der Typ kommt schön in die Zelle, die wir extra reingebaut haben. Ja, Zellen habt ihr auf alle Fälle genug. Ihr könnt auf alle Fälle die Verwundung von Diamantis dann wieder versuchen zu heilen mit Heiltränken oder mit Zaubern. Und dann am nächsten Tage, wollt ihr einen Boten schicken? Zum Raya-Tempel oder wohin? Ja. Ich denke, die beiden werden auftauchen. Ja, genau. Also wenn man dann...
ist jetzt nicht so weit entfernt. Ja, also man könnte halt noch gucken, also wahrscheinlich dann irgendwie morgens dann zum Mörhammer Tor nochmal gelaufen oder so, aber wenn ihr dann nicht merkt, dass die auf dem Silberberg sind oder in der Herberge, dann ja, Mond aber einen Drachentöter macht auf alle Fälle Sinn. Dann schreiben wir den 16. Travia morgens um 9 Uhr und ihr in eurer Kapitänskajüte. Verdammt nochmal, Monterey, was sollte das? Oh. Ich meine, ja, dann reibt sich ein wenig Gedanken verloren. Den Armstumpf, ja, die Hand gerade nicht dran, weil das immer noch sehr dick verbunden ist. Ich meine, nicht, dass ich euch nicht dankbar wäre. Ihr hättet nicht warten können, bis wir an einer weniger mehr auffälligen Stelle gewesen sind. Diese Wichser haben geglaubt, die können mich einfach auf offener Straße bedrohen. Datwachen, was bilden sie sich ein, als hätten die hier in der Stadt irgendwas zu sagen? Die Frage ist, woher wussten die, dass es Mord war? Weil jemand die Sache fingiert hat und sie dann auf uns angesetzt, um uns die Sache in die Schuhe zu schieben. Jedenfalls, Diamantes, Gerechtigkeit und Vergeltung sind zwei Dinge, die manchmal länger währen müssen. Ihr könnt nicht jeden einfach auf der Straße erschießen. Auch nicht hier. Wir wollen uns keine Feinde machen. Nun, es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Zum Glück habe ich ja schnell interveniert. Bitte sagt mir, dass niemand tot ist. Nein. Ich glaube, einer ist in der Dunkelheit noch ins Hafenbecken gefallen. Wird man wohl aus der Suppe gefischt haben. Aber ich denke auch. Jedenfalls. Was ist mit der Stadtwache jetzt? Und wir fragen über seinen Auftraggeber aus. Und dann lassen wir ihn gehen. Vielleicht können wir ihn in unsere Zwecke einspannen. Ihr könntet mal sanft nachfragen, wie viel sie ihm bezahlen, und wir bieten ihm mehr. Jalan, ich glaube, ihr solltet euch zunächst nicht mehr in der Stadt sehen lassen. Ich bin mir sicher, die Sache lässt sich schnell aufklären. Wird nicht lange dauern, dann werden die hier vor der Planke stehen. Ich denke auch. Wir werden eins und eins zusammenzählen und wissen, woher wir kommen. Nun, und welche Handhabe wollen sie haben? Nun, wir haben die Leiche unter Deck. Aber wir müssen sie erst einmal an Bord kommen. Soweit alle Beteiligten wissen, ist keine Leiche vorhanden und ohne Leiche gibt es keinen Mord. Warum sollten sie nicht mit der Berechtigung eines Kranken an Bord kommen dürfen? Weil dies unser Schiff ist, nicht dass das kann. Das erzählt in der Landfahrt, glaube ich, wenig. Aber mir, wenn wir in Belhanka am Hafen stehen und versuchen, auf ein horasisches Kriegsschiff zu spazieren, was passiert dann wohl? Ja, wenn die Herrscher schon das verlangt, dann geht sie auf das Schiff. Ganz einfach. Und die Stadtwache auch. Wir werden sehen. Und ihr denkt, das ist hier anders? Ich glaube nicht. Wir sind ein Kriegsschiff in einem fremden Hafen. Wenn die hier aufs Schiff kommen wollen, dann kommen sie aufs Schiff. Oder wollt ihr sie blutig davon abhalten? Wir sollten die Leiche woanders hinschaffen, vom Schiff weg. Spätestens, wenn dann in die Tasche greifen und die Ordenskrieger kommen. Haben wir nicht so ein Elixier, ihr wisst schon, einen schrumpft? Wir könnten die Leiche schrumpfen und irgendwo in einem Mehlsack verstecken, wo sie niemand findet. Holt erstmal Kanasetiana herbei. Er sollte mittlerweile einen Plan haben, was es mit diesem Gift auf sich hat. Akademie ist der, ne? Glaube ich. Ja, ich meine auch. Er ist bei diesem Spinnenbein. Gut, Abelmir, bergt diesen Dolch, der in ihm drin war, und macht Zeichnungen und alles, damit wir sie dem mal hier ein bisschen vorlegen können. Dann wird er es wohl aus der Ferne arbeiten müssen. Diamantes, überlegt euch, was wir mit dem Leichnam machen. Er kann hier nicht mehr auftauchen, aber... Nein, er kann hier nicht mehr auftauchen. Ich sage euch, wir schrumpfen ihn. Voltax, warum kommst du nicht mit? Und wir warten noch, bis Rafim und Sulamin hier sind und wir reden mit unserem Gast. Oh, ja, das können wir machen. Eine gute Idee. Er hat bestimmt viel durchgemacht und möchte sich einiges von der Seele reden. Garantiert. Echt? Ich habe einen Weg, die Leiche zu beseitigen, aber dann sehen wir die auch nie wieder. Nun, deswegen soll Abelmir vorher seine Untersuchungen anstellen. Wenn der Kapitän es für ungut hält, die Leiche weiter an Bord zu behalten, dann sollten wir sie so schnell wie möglich loswerden. Wir sollten keine Beweise für irgendetwas hinterlassen. Erinnert ihr euch noch an das Säurefass? Wir haben keinen Säure. Bakane Zitiana hat doch bestimmt Säure. Oder kann ich Säure herstellen. Ich hoffe nicht, dass er Säure an Bord hat. Lasst euch was einfallen. Nein. Abenteuer. Ah, ich hab schon gehört. Ihr seid verletzt an Bord gekommen. Kleinigkeiten. Hasswolf, keine Fremdbesucher auf dem Schiff, ja? Hab ich so verstanden. Dann stelle ich mir die Besucher im Swafni-Tempel ein, ey.
Ich bin mir sicher, du kannst rausgehen, aber nimm mir mal mindestens 2 Dukatengardisten mit. Ich werde die Wache auf alle Fälle wieder verstärken und dem Major Bescheid sagen. Und sieh zu, wem die garantiert nicht an Land gehenden Landgänger mit aufs Schiff bringen. Sind die Dukatengardisten vertrauenswürdig, Rafim? Oder Diamantes? Nun, wir bezahlen sie und wir haben eine Basaltfaust aus unserer Seite. Es kommt immer darauf an, welche Grandenfamilie es ist. Die können sie besser bezahlen als wir. Aber bisher sind sie vertrauenswürdig. Wir hatten keinen anderen Kontakt zu anderen Granden bisher. Tja, dann werde ich mich mal umhören, ob irgendjemand im Hafen was weiß. Gute Idee. Ja, weiß ich nicht. Sonst noch irgendwas zu tun? Derzeit nicht. Wie gesagt, achtet darauf, dass niemand sich alleine irgendwohin bewegt. Wenn nicht, dass noch mehr unserer Männer einkassiert werden. Nun, ihr solltet uns vielleicht zuerst mal eben aufklären, was ihr mit diesem, was ihr da vorhattet in diesem Bordell. Was, Ola, habe mir ein nettes Gespräch mit dem Mann führen. Wie kamt ihr zu ihm? Nun, ich habe im Priors-Tempel nachgefragt. Und er hielt es für angemessen, und ich würde ihm da nicht widersprechen, außerhalb des Tempels ein solches Gespräch zu führen. Ihr wisst schon, wie das in der Priors-Kirche manchmal so ist. Man spricht im Tempel lieber nicht über Dinge, die der Wahrer der Ordnung vielleicht nicht hören möchte. Oh, ihr seid der Einzige, der in den Priors-Tempel geht und zielsicher die Person auswählt, die im Bordell abgemurkst wird. Nun, ich habe ein Auge für solche Dinge. Ja, das meinte ich damit. Nichtsdestotrotz, ich habe dann im Tempel nach der Messe beigewohnt und Monterey sollte das Bordell auskundschaften. Ja, die Schuld einfach irgendwie an Arzt zuschieben. Nein, er hat recht. Es ist meine Schuld. Hätte irgendwas mitbekommen müssen. Es ist keine 15 Schritt von mir entfernt passiert. Wir sollten vielleicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass man euch gezielt abgelenkt hat. Und Diamantis. Nächstes Mal, wenn du einfach so losschießen willst, wart vielleicht noch ein paar Augenblicke. Ja, dann wäre dir gar keine Verletzung zugefügt worden. Nun ja, und innerhalb von weniger als, was wären es gewesen sein, aber mir 3 Minuten fiel. Wir konnten gerade so den Leichnam rausschaffen, da war die Stadtwache auch schon da. Natürlich, um uns wegen der Sache hochzunehmen. Ich muss sagen, eine sehr kompetent arbeitende Stadtwache, wenn sie so schnell an einem Ort des Verbrechens ist. Mhm. Oder eine gezielte Aufgestellte. Das meinte ich damit. Jedenfalls war... Ja, du hattest aber auch noch Boltax und Abelmir aus der Universität holen lassen. Das hat eine Stunde gedauert. Stimmt. Aber trotzdem, die waren informiert und ich wüsste ja anders nicht woher. Also... Ja. Und auch die Puffmutter hat sich ja als uninformiert zu erkennen gegeben. Aber einen stimmt, ja. Wunderschönen guten Morgen euch allen. Nun, ihr guckt alle so ernst? Die zeigen. Wir haben eine Leiche. Ja. Also, Jalan hat sich mit einem Preisgeweihten getroffen, der dann als Leiche aufgetaucht ist. Und wir mussten ein paar Stadtwachen verprügeln und haben einen Stadtwachen gefangen gesetzt. Ich möchte, dass vermerkt wird, dass ich es nicht war. Willkommen in Al-Anfa, möchte ich nochmal sagen. Ja, das müsst ihr auch dazu sagen, denke ich. Da lässt man euch ein paar Stunden allein? Rafim, eine Stadtwache hier auftaucht und verlangt, das Schiff zu durchsuchen, wie werden wir sie los? Naja, kommt drauf an, wer auftaucht. Also, wenn ihr die mit 450 Mann aufmarschieren, vermutlich gar nicht. Wenn die da mit 2 Mann stehen, dann relativ einfach. Wen habt ihr denn so angekotzt? Florios, wie es scheint. Das war ziemlich dämlich. Warum macht ihr sowas? Florio, mit sagen dem hatten wir doch bislang keine negativen Erfahrungen gemacht, oder? Nun sagen wir, es war unerwartet. Und wenn das, was Jalan sagt, stimmt, dann wollten die uns reinlegen. Gnädigerweise konnten wir einen von ihnen dazu überreden, zu einem netten Teegespräch mit uns mitzukommen. Wenn ihr uns wohl die Ehre erweisen würdet, Rafim, den Typen mit uns auszuquetschen. Naja, das ist für mich ein gewisses Problem, was die... Ja, das kann ich nicht machen. Gut,
Dann bleib hier, geh an Deck, sieh zu, dass uns währenddessen niemand stört. Ja, das ist, so krieg ich hin. Und die Leiche habt ihr auch mitgebracht? Das ist ja fast gar nicht verdächtig. Wir wollten das keiner Zitiane sich ansehen. Jemand hat mit Gift gearbeitet. Kapitän! Ja, ja, rein. Entschuldigung, ich soll Meldung machen. Draußen steht zwei Stadtwachen vor dem Planken und die wollen mit Herrn Greifenmund reden, dem 1O. Worum geht es? Das haben sie nicht gesagt, nur ist es wichtig. Gut, ich komme. Okay, ich gehe wieder. Ich packe mir, haltet sie so lange hin wie möglich. Ich packe mir Bolter und mache mich offensichtlich in die Brick. Kümmert euch um die Leiche, wie muss sie weg? Ja, Mathis, du machst das. Nimm so einen Schrumpftrank. Ja, und so teilen. Ich helfe euch die Abelmir. Und so teilen wir uns auf. Okay, dann Abelmir geht an Bord, ja? Jarlan geht in die... In die Brick, zusammen mit Boltax. Mit Boltax. Er ist draußen. Zulamin geht mit Abelmir und Rafim in Richtung Stadtwache. Okay. Was ist mit Diamantis? Ich kümmere mich um die Leiche, aber bevor Boltax geht, lege ich noch meine Hand auf die Schulter. Klappt das mit diesem Schrumpftrank wirklich? Ja, ich hoffe doch. Wir hatten ihn einmal eingesetzt, beziehungsweise er wurde gegen uns eingesetzt und, naja, es hat funktioniert. Auf jeden Fall. Wir müssen irgendwo noch einen haben. Schau einfach mal in Abelmirs Kiste nach. Und ich würde das probieren, bevor ich die Leiche mit Rotzenkugeln vom Bord schmeiße, wenn die direkt vorm Schiff stehen. Ja, ja. Je nachdem, wie klein er wird, könnt ihr ihn euch dann sogar in die Jackentasche stecken. Ja, derweil Hasewolf ruft Abelmir noch hinterher. Lass mal ein Schiff heile. Abenteuer. Und geht dann nach oben auf sein Achterkastell. Gut, wo habt ihr die Leiche? Unten bei den Heilern oder wo? Vermutlich liegt sie in Kanasitianas Büro. Beziehungsweise gegenüber. In seiner Stube. Bei der Heilern. Ja, genau. Also bei Kanasitiana macht keinen Sinn. Da ist so viel Unordnung, so viele Bücher, die da rumliegen, so viele Pflanzen. Der kann ja nicht mehr im Liegen pennen, so wenig ist da. Ja, wenn Rafim, Zulamin und Abelmir nach draußen auf das Hauptdeck treten und dann an die Planken heran, könnt ihr sehen, wie dort wohl zwei Stadtwachen stehen. Verzeiht, ihr seid Kapitän, ja? In der Tat, was gibt es? Wir würden gerne mit Greifenmund sprechen, wir haben gehört, dass er hier sein soll. Das legen zumindest die Papiere nahe. Florios, der Kommandant der Stadtwache, will sich mit euch unterhalten. Beziehungsweise mit dem 1O. Er will sich entschuldigen. Da gab es wohl ein Missverständnis, sagt er. Gut, wo finden wir diesen Florios? Er hat sich jetzt wohl von seinem Silberberg runterbequemt. In der... oben. Bei der... in der Nähe vom Chor-Tempel. Da ist... naja. Da ist dann die Stadtgarde. Gut, ich werde meinem 1O Bescheid sagen. Ja, jetzt. Jetzt nicht, jetzt haben wir keinen Zweifel. Wir kommen demnächst. Er ist ein Grande. Das ist mir egal. Aber wir haben das nur ausgerichtet. Für alles Weitere sind wir nicht zuständig. Sagt ihm, wir sind in spätestens einer Stunde dort. Okay. Dann viel Erfolg. Ja, damit drehen sich die beiden um und lassen euch alleine. Wenn ihr mal über den Hafen rüberschaut, könnt ihr wohl sehen, dass da wohl die ein oder andere Stadtwache auch mehr positioniert ist im Hafen. Von dem Kampfplatz könnt ihr wenig mehr sehen. Der ganze Hafen ist wieder voll, ein Trubel noch und nöcher. Aber ja, man kann so die ein oder andere Stadtgarde sehen, wie sie dort vermehrt steht. Zulamin zieht eine Augenbraue hoch. Entschuldigen, ja? Naja, oder ihn erdolchen, eins von beidem. Naja, vermutlich ihn erdolchen. Nun, wir könnten zumindest Israel mal vorsprechen und fragen, was er zu entschuldigen hat, nicht wahr? Es besteht die Möglichkeit, dass er tatsächlich mit ihm reden wollte. Ihm ein Angebot machen, das er nicht ausschlagen kann und ihn deswegen gefangen genommen hat. Er muss nicht zwangsläufig auch an dem Mord schuld sein. Ach, ich wünschte, ich würde mich besser auskennen mit den Kräften, die in dieser Stadt am Berg sind. Naja, ein toter Priusgeweihter, um mit Jarlan ein Gespräch zu führen, das kann ich mir schon vorstellen.
Ist ja kein Boron-Geweihter. Vielleicht war er auch gar nicht schuld am Mord, sondern erfuhr nur davon und nun ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Vielleicht wollte er sich als Retter inszenieren. Auch das ist möglich. Er wird einen Grund haben. Nun, wir sollten ihn fragen. Es dürfte jedenfalls äußerst schwer werden, einfach nicht aufzutauchen. Das denke ich auch. Gut, schauen wir einmal, was Diamantus mit der Leiche anstellt.